Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Rente ist eine Dauerbaustelle, allerdings nicht deshalb, weil hinten und vorne nichts funktioniert, Herr Kollege Birkwald, sondern wir bauen deshalb ständig am System und justieren nach, weil die Rente an sich ein wertvolles Konstrukt ist, das wir immer wieder nachjustieren wollen, immer noch besser machen wollen und immer den aktuellen Bedürfnissen anpassen wollen. Wir wollen jedenfalls nicht all das, was wir in Alterssicherung haben, niederreißen, sondern es stabil für die Zukunft machen. Und es müssen eben immer die Jungen auch das bezahlen können, was die Alten brauchen. Darauf kommt es im Rentensystem an. Und Herr Kollege Kurt, wenn Sie von der Bürgerversicherung sprechen, dann klingt es ja ganz toll, dass mehr einzahlen. Sie müssten ja fairerweise dazu sagen, dass dann auch mehr Leistungen beziehen können. Das gehört ja zur Wahrheit der Bürgerversicherung auch dazu und macht die Rechnung schwieriger. Wir haben in dieser Legislaturperiode schon einige Herausforderungen angepackt. Allein in den vergangenen Stunden haben wir einige davon diskutiert. Da ist zunächst die Mütterrente. Altersarmut ist vor allem ein Problem von Frauen. Und mit der Mütterrente bekommen passgenau diese Frauen eine zusätzliche Leistung, die durch die Erziehung von Kindern keine durchgängigen Erwerbsbiografien haben. Und Herr Kollege Birkwald, da sind wir mit dem dritten Punkt, die Linke und die CSU, ja sogar auf einer Linie an diesem Punkt. Das ist wohl richtig, ja. Die Flexirente, auch die haben wir auf den Weg gebracht. Erfreulicherweise werden wir immer älter, die Lebenserwartung steigt. Viele Menschen möchten keine starren Regelaltersgrenzen mehr, sondern so lange arbeiten, wie sie können. Die Flexirente gibt ihnen dafür die Möglichkeit. Die Ost-West-Angleichung der Renten ist nicht ganz so schnell gegangen wie erwartet. Sie hat sich aber in den vergangenen Jahren beschleunigt, und mit dem Rentenüberleitungsabschlussgesetz, das wir gerade beschlossen haben, wird das auch weiter forciert. Davor haben wir noch die Stärkung der betrieblichen Altersversorgung beschlossen. Auch hier gab es Nachholbedarf. Das Gesetz eröffnet jetzt mehr Menschen, mehr Beschäftigten die Möglichkeit einer Betriebsrente. Das vielleicht wichtigste Problem jedoch war die Situation der Erwerbsminderungsrentner. Hier haben wir bereits im Rentenpaket 2014 deutliche Verbesserungen auf den Weg gebracht. Und heute haben wir noch mal weitere Fortschritte beschlossen. So kann die Erwerbsminderungsrente für die Betroffenen wieder eine feste Größe werden. Alle Maßnahmen haben gemeinsam, dass sie die bisherigen Leistungen erweitern oder flexibilisieren, wo das nötig wurde. An keinem Punkt aber haben wir die Grundsätze unseres Drei-Säulen-Systems der Alterssicherung infrage gestellt oder erschüttert. Und zwar aus gutem Grund, Herr Kollege Birkwald. Das ist nicht das Problem. Dafür gibt es gute Gründe. Ich meine, dass man an keinem anderen System der sozialen Sicherung so bedacht und klug herangehen muss wie bei der Rente. Aktionismus kann hier tatsächlich schnell schaden. Dreht man an nur einem kleinen Rädchen, kann das auf der anderen Seite Milliardenkosten verursachen bei den Beitragszahlern für den Staat oder auch für die Rentner. Und alle Beteiligten profitieren eben ganz besonders von der Stabilität und von der Kontinuität dieses Konstrukts. Das bleibt das A und O. Heute liegen uns jetzt nicht weniger als 5 Anträge der Opposition vor, einer von den Grünen, 4 von der Linksfraktion. Damit haben Sie sich auf jeden Fall schon mal ein Fleißkärtchen verdient. Aber um Fleiß geht es halt leider nicht hier. Sie sprechen von einer Stärkung der Rente durch Ihre Vorschläge. Ich meine aber, dass Ihre Vorschläge unser Konstrukt gehörig ins Wackeln bringen würden. Der Riester-Faktor und der Nachhaltigkeitsfaktor haben nicht umsonst den Eingang in die Rentenformel gefunden. Sie gewährleisten nachhaltige Stabilität über eine einzelne Legislaturperiode hinaus und können eben nicht einfach gestrichen werden, wie Sie das fordern. Und schon gar nicht kann man ebenso mal das Rentenniveau auf 53% anheben und fixieren. Die Rente war immer ein atmendes System, in dem nicht eine Variable beliebig festgelegt werden kann, ohne dass es an anderer Stelle knapp werden würde. Und das zeigen Ihre Rechnungen eben leider so nicht. Dort ist zwar von einem Rentenniveau von 53% die Rede und vom Jahr 2030. Die damit einhergehenden Beitragserhöhungen werden aber mit dem heutigen Wert berechnet und sind dann nur ebenso über 20%, quasi Peanuts, das macht nichts aus. Aber dieser Beitragssatz würde natürlich bis zum Jahr 2030 auf weit über 25% ansteigen, und das verschweigen Sie mit gutem Grund geflissentlich. Die Sozialversicherungsbeiträge sind aber sozusagen die Steuern des kleinen Mannes, und deshalb wird es dann mit Ihrem Modell vor allem für die Gering- und Durchschnittsverdiener plötzlich
eng und teurer, während die Großverdiener von einem höheren Rentenniveau profitieren würden. Jetzt kenne ich ja alle möglichen Umverteilungsideen von Ihnen, aber so eine Umverteilung von unten nach oben ist eher neu von Ihrer Seite. Eine der Säulen stand in den vergangenen Jahren sehr oft und zu Recht im Zentrum der Diskussion, nämlich die private Vorsorge. Über die Leistungsfähigkeit der Riester-Rente ist häufig und viel gesprochen worden, zu Recht. Hier gibt es deutlichen Verbesserungsbedarf und der Vorschlag der Grünen ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift. Ich finde aber, dass man über ein solches Basisproduktmodell durchaus nachdenken kann. In dem Bereich der privaten Vorsorge gibt es auf jeden Fall in der kommenden Legislaturperiode noch etwas zu tun. Und so bleibt die Rente, was sie ist, in der Tat eine Dauerbaustelle. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Dr. Freudstein. Als nächste Rednerin spricht Waltraud Wolf für die SPD-Fraktion.